Gut, also er sagte Osten. Nordosten, ne? Dort, wo der Schlüssel passt. Ruinen von unten. Okay, hier ist auf jeden Fall sehr viele Trümmer. Hast ja eine Ruine. Oh, eine Stadt. Kann man, da kann man rein auf jeden Fall. Rollen. Und Teil 3. Die Geister. Teil 1. Angurion von den Sturminseln und seinem Sohn Tatsu. Vater, mit Bedauern berichte ich dir vom Verlust der Nekranich-Bibliothek. Die Palastwache der Stadt On kam des Nachts bewaffnet, riefen sie den Namen ihres Königs Koroku. In einem MMORPG, was ich früher gezockt habe, gab es so komische Vögel, die hießen Kokuro. Da musste ich gerade dran denken bei dem Namen. Sie zerstörten und brandschatzten Häuser und Schriftrollen. Auch uns hätten sie verbrannt, wäre uns nicht die Flucht gelungen. Wir beobachteten alles aus sicherer Entfernung, im Arm die paar kostbaren Schriftrollen, die wir retten konnten. Überall diese Bücherverbrennung. Wir werden die Schriftrollen der Obhut des Klosters im Nordwesten übergeben. Möge Korokus Zorn nicht bis dorthin reichen und die Kloster zu weit entfernt sein, um seine Gier zu wecken. Der Kranichgeist wird uns bis zur Schneegrenze führen und dann zusammen mit meinem Brief an dich nach Süden zurückkehren. Ich hoffe, es geht dir gut. Ein Brief auf 3 Schriftrollen. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein. Außer diese, ja, etwas zerstörte Statue. Sind auf jeden Fall noch Geister. Okay, geh mir dein Schwert weg. Oh, du hast auch ein Schwert. Muss doch irgendwas geben. Oh, Libellen. Warum ist so ein Zeichen wie der Schlüssel war? Okay, die Wandmalerei hängt ein bisschen von der Wand weg. Das sind wieder blaue Rehe. Und da sind noch Geister. Öffne die Tür, Bürgermeister. Lässt du es zu, dass Soldaten deine Stadt überrennen, reiß dich zusammen und komm heraus. Waren wohl alles so die letzten Taten dieser Menschen. Hallo, Schatz. Wie geht's dir?
Die halten sich zwei im Arm, während sie mit dem Schwert bedroht werden. Oh, da ist ein Fuchs. Mal ein, ein roter Fuchs. Na du? Ja. Okay. Den hier hat's dahin gerafft. Die kämpfen noch. Dann ist noch ein Fuchs. Cool. Okay, der nimmt sein Schwert. Hier unten sehe ich jedenfalls nichts. Das wäre die Bürgermeistertür. Hier ist mal oben auf dem Turm. Hier ist auch nichts. Da drüben. Wenn es nichts, was mich hier weiterbringt. Der immer so jault. Hey, mal gucken, was hier ist. Nur eine Ranke. Oh, ein Hase. Hallo, Klopfer. Hier ist auch nichts. Okay, eine kaputte Statue. Da ist ein Löwe. Was zum Geier ist das? Vogelnest. Wow. Der Gottkönig befiehlt Veränderungen. Mal gucken, was für welche. Laut des königlichen Dekrets des Gottkönigs Oroku, König unter Königen, Gott unter Göttern, muss sich ein jeder vor dem einzig wahren Gott verneigen. Ihm und nur ihm gehören die Lande im Osten und das Land der Götter. Kniet nieder und werdet verschont. Weigert euch und eure Tage sind gezählt. So will es der Gottkönig Koroku. Jetzt und bis in alle Ewigkeit. Verfasst im 10. Jahr des Reihers in seiner großen Stadt On. Ja. Wen interessiert's? Ich glaube, dieser Gottkönig war hier nicht gerade sehr beliebt. Die Ruine hier bringt uns nicht wirklich weiter.
sind aber schon ganz östlich, also probieren wir es noch ein Stück weiter nördlich. Irgendwo muss ja dieser Platz sein, wo der Schlüssel passt. Ui. Östliche Treppe. Da, da leuchtet doch was. Das sieht gut aus. Das ist doch das Symbol, was uns der Hirsch gegeben hat. Oh, Mr. Hirsch. Tempel öffnen. Schauen wir uns doch mal den Tempel an.